Hallo, eigentlich sitzen wir hier im Turnraum der Kita Heiligkreuz gemeinsam, um den Gottesdienst zu feiern. Das ist zurzeit leider nicht möglich. Und doch wollen wir heute mit euch gemeinsam einen Erzählgottesdienst feiern. Sei es, dass ihr jetzt zu Hause sitzt oder auch woanders. Und übers Internet kann das Ganze übertragen werden. Und wenn wir so miteinander verbunden sind, sind wir das in seinem Namen, in Gottes Namen. Also beginnen wir zusammen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und wie so üblich beginnen wir gemeinsam mit dem Kita-Gebet. Stehen wir früh am Morgen auf, gehen wir spät zur Ruhe. Beten wir zu unserem Herrn und er hört uns zu. Unser Freund heißt Jesus Christ, weil er immer bei uns ist. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, immer ist er da. War der Tag voll Sonnenschein, Freude immer zu. Beten wir zu unserem Herrn und er hört uns zu. Unser Freund heißt Jesus Christ, weil er immer bei uns ist. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, immer ist er da. Wenn wir alle Freunde sind, fällt es uns nicht schwer. Ich helf dir und du hilfst mir, so will's unser Herr. Unser Freund heißt Jesus Christ, weil er immer bei uns ist. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, immer ist er da. Wenn wir gemeinsam Gottesdienst feiern, dann lese ich euch auch immer eine Geschichte aus der Bibel vor. Und so mache ich das auch heute. Da habe ich eine Stelle ausgesucht aus dem Alten Testament. In dieser gibt Gott seine Zusage an Abraham. Und wisst ihr was? Diese Zusage, die gilt auch noch heute für uns alle. Im Buch Genesis heißt es: Gott sprach zu Abraham: Ich werde dich segnen. Ein Segen sollst du sein. Der Herr sprach zu Abraham: Du bist ein Segen. So, das waren nun die Worte aus der Bibel. Wisst ihr was? Passend dazu habe ich eine Geschichte gefunden, die euch nun die Erzieherinnen vorlesen möchten. Geschichte von der Schnecke und dem Segen. Neulich hatte eine kleine Schnecke Lust, die Gegend rund um den Garten zu erkunden und zieht im Schneckentempo los. Sie riecht die frische Luft, sieht die Gräser und Blumen. Lecker, denkt sie. Auf einmal sieht sie etwas auf dem Boden liegen. Es ist ein runder Aufkleber und da steht drauf: Du bist ein Segen. Die kleine Schnecke fragt sich: Ich soll ein Segen sein? Das will ich doch gleich mal weitererzählen. Sie kriecht zum nächsten Beet und trifft einen Regenwurm. Schau mal, hier steht, ich bin ein Segen, sagt die Schnecke freudig. Du, ein Segen? Das kann nicht sein. Segen ist doch etwas Gutes. Was bewirkst du denn schon Gutes? Alle ärgern sich über dich im Frühling, weil du die jungen grünen Triebe wegfrisst und nie satt wirst. Ich, der Regenwurm, ich bin ein Segen. Ich lockere die Erde so, dass alles gut wachsen und gedeihen kann. Die kleine Schnecke senkt den Kopf und kriecht weiter. Das war ja klar. So ein Blödsinn. Ich und ein Segen. Wer hat sich das denn ausgedacht? Aber so ganz aufgeben will sie noch nicht. Da trifft sie den Hund und zeigt ihm den Aufkleber. Schau mal, was hier steht. Ich bin ein Segen. Toll, oder? Du, ein Segen. Ein Segen bedeutet doch, dass du für jemanden wichtig und besonders bist und sie sich freuen, dass du da bist. Aber du bist doch so unglaublich langsam. Mit dir kann man ja gar noch nicht mal spazieren gehen. Nee, ich bin ein Segen. Ich bringe die Menschen dazu, sich wenigstens ab und zu bewegen. Und außerdem können sie mich streicheln.
Das möchte ich mir bei dir wirklich nicht vorstellen, so schleimig wie du bist. Jetzt ist die kleine Schnecke ganz traurig. Eine Träne läuft ihr übers Gesicht und schwupp zieht sie sich in ihr Schneckenhaus zurück. Hier bleibe ich jetzt für immer, schnieft sie. Mich mag eh niemand. Plötzlich hört sie etwas reden. Lisa kommt mit ihrer Mutter und ruft. Schau mal, Mama, was für ein wunderschönes Schneckenhaus. Plötzlich merkt die kleine Schnecke, wie eine Hand sie vorsichtig berührt und ihr Haus ein wenig dreht. Lisas Mama sagt. Das ist nicht nur ein Schneckenhaus, da wohnt noch eine Schnecke drin. Also lass sie am besten da, wo sie ist. Okay, antwortet Lisa. Aber wir bleiben noch ein bisschen, vielleicht kommt die Schnecke ja mal aus ihrem Haus. Ja, gerne, sagt Lisas Mama. Ich setze mich so lange hier auf die Bank. Oh, guck mal, Mama, hier liegt etwas neben der Schnecke. Kannst du mir das bitte vorlesen? Lisa hebt einen Zettel auf und gibt ihn ihrer Mama. Sie liest vor. Du bist ein Segen, steht hier. Was ist das, Segen? Fragt Lisa. Was du immer alles wissen willst, antwortet Lisas Mama. Lass mich mal überlegen. Also, Segen ist für mich eine gute Kraft. Sie wird uns von Gott geschenkt. Und Gott sagt, ich bin bei dir und mit dir. Gottes Segen begleitet uns jeden Tag und jede Nacht, immer und überall. Mich auch? Fragt Lisa. Ja, klar, antwortet die Mama. Aber wenn die Kraft von Gott kommt, warum bin ich dann ein Segen? Wundert sich Lisa. Naja, im Segen schenkt Gott uns ganz viel Liebe und sagt, wie schön, dass es dich gibt. Erklärt die Mama. Ich bin ein Segen, weil Gott mich lieb hat? Fragt Lisa erneut. Ja, genau, antwortet die Mama. Lisa denkt nach. Kann ich denn auch für dich ein Segen sein? Das bist du jeden Tag. Ich freue mich, dass du auf der Welt bist, sagt Mama mit einem Lächeln im Gesicht. Und? Stottert Lisa. Na, was denn noch? Wundert sich die Mama. Lisa schaut auf die Schnecke. Können Schnecken denn auch ein Segen sein? Ich finde schon, antwortet die Mama. Die Schnecke erinnert uns nämlich an Gottes Segen. Wie das denn? Möchte Lisa noch wissen. Schau mal, die Schnecke hat immer ihr Haus dabei. Das umgibt und beschützt sie. Und so ist das auch mit Gottes Segen. Der Segen ist immer bei uns, so wie das Schneckenhaus bei der Schnecke. Dann ist die Schnecke ein Segen, weil sie uns auf ihre Art zeigt, wie das mit Gottes Segen ist. Sagt Lisa. Genau, erwidert die Mama. Und weißt du was? Wir können noch etwas anderes von der Schnecke lernen. Denn es muss nicht immer schnell gehen. Und doch kommt man auch ans Ziel, wie die Schnecke. Da, schau mal, ruft Lisa plötzlich aufgeregt. Die Schnecke kommt aus ihrem Haus. Die kleine Schnecke hat dem Gespräch von Lisa und ihrer Mama mit großer Aufmerksamkeit zugehört. Sie staunt und freut sich. Voller Stolz kriecht die Schnecke los, langsam, damit alle sie sehen. Denn die kleine Schnecke weiß jetzt, ich habe eine wichtige Aufgabe, alle Menschen groß und klein daran zu erinnern, dass es nicht immer schnell gehen muss, um ans Ziel zu kommen. Und Gott sagt uns, ich bin bei dir, du bist ein Segen und du wirst ein Segen sein. Das also war die Geschichte von der Schnecke und dem Segen. In dieser Geschichte hat unsere kleine Schnecke erfahren, dass sie ein Segen ist. Und genauso auch das kleine Mädchen Lisa hat die Zusage bekommen, du bist ein Segen. Wie schon Abraham in der Geschichte aus der Bibel im Alten Testament von Gott die Zusage bekommen hat, du bist ein Segen. Und genau diese Zusage, sie gilt für uns alle auch noch heute. Und das Tolle daran ist, wir können und dürfen diesen Segen auch weitergeben. Und darum haben wir uns für diese Woche ausgedacht, dass ihr in der Bastelkiste vor unserer Kita Karten finden werdet. Auf diesen Karten ist das Bild von der Schnecke zu sehen. Mit dem Text dazu, du bist ein Segen, der Zusage Gottes an Abraham. Kommt doch in den nächsten Tagen zur Kita und holt euch da einen Umschlag mit mehreren Karten aus der Kiste. Malt diese aus, beklebt sie mit Papierschnipseln oder mit Glitzer, gestaltet diese Karten frei nach eurer Fantasie. Und dann könnt ihr diese Karten an andere Menschen schicken oder sie auch verschenken.
zum Beispiel euren Großeltern oder Freundinnen und Freunden, die ihr zurzeit nicht so treffen könnt oder nur ganz selten seht. Also, gebt doch einfach den Segen weiter an andere. Doch denkt daran, dass ihr auch eine Karte für euch behalten dürft, denn auch ihr seid ein Segen. Am Ende unseres Gottesdienstes, da wollen wir auch noch gemeinsam ein Gebet sprechen. Und dazu beten wir mit den Worten Jesu, die er seinen Jüngern gelehrt hat. Und darin sagt er ganz klar, wir dürfen seinen Vater auch unseren Vater nennen. Und so beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Du bist ein Segen. So lautet die Zusage Gottes an Abraham. Und das hat auch heute die kleine Schnecke in der Geschichte erfahren. Ebenso Lisa, das Mädchen. Und diese Zusage, sie gilt für uns alle. Für dich und für mich. Und weil wir ein Segen sind, darum dürfen auch wir uns gegenseitig segnen. Das könnt ihr auch jetzt direkt tun, indem ihr einfach demjenigen, der bei euch sitzt, ein Kreuz auf die Stirn oder auf die Handfläche zeichnet und sagt einfach dazu, Gott segne dich. Und für uns alle, die wir beisammen sind, bitten wir Gott, dass er uns segnen möge. In seinem Namen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vielen Dank, dass ihr mit uns gemeinsam diesen Erzählgottesdienst gefeiert habt.